So, Freunde, wir haben den 28. August und ich werde mich jetzt auf den Weg nach Erlangen machen, um den LS22 anzutesten. So, Freunde, ich sitze jetzt im Auto. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Navi-Route eingeben. Wir fahren natürlich heute nach Erlangen zu Giants und wie es der Titel natürlich auch schon gesagt hat. Ich hoffe, ich komme gut durch. Ich bin sehr gespannt, wer alles da ist und ich bin sehr gespannt, was wir dort alles zu sehen bekommen. So, Freunde, ich würde sagen, ja, ich mache mich dann mal auf den Weg. So, die ersten, ja gut, die Hälfte der Strecke ist jetzt weg. Extremst Regen. Ja, ich stehe jetzt hier auf dem Rastplatz und wir schauen mal, wann ich ankomme. Ich bin dann gestern Abend 12:30 in der Nacht noch gelandet. Ich habe ja knapp 290 Kilometer eine Strecke. Das geht dann immer mal noch. Merke aber am heutigen Tag auch, dass ich relativ gut gerädert bin. Also das nächste Mal werde ich mir wahrscheinlich ähnlich wie die Kollegen auch einfach ein Hotelzimmer nehmen und mal eine Nacht dort pennen und dann in aller Entspanntheit am Morgen losfahren. Es war in Summe ein anstrengender Tag, aber auch ein sehr, sehr geiler Tag. Es ist immer wieder cool, die Leute mal wieder zu treffen. Die Leute von Giants, aber auch die Kollegen. Ja, Katze, ne? Kannst du mal ein bisschen am Kratzbaum kratzen? Du willst auch mit drauf sein, ne? Es war sehr, sehr cool, das Spiel anzuspielen. Ich muss das ganze Material erstmal sichten und irgendwie ein bisschen einordnen. Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, beziehungsweise bin ich dazu jetzt noch nicht gekommen. War aber sehr, sehr spannend, sehr geiler Tag. Vielen lieben Dank für die Einladung an Giants. Auf viele weitere Events wie dieses. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir waren halt abends noch eine Runde essen, dort habe ich dann aber nicht aufgenommen, einfach aus dem Grund, das war dann kein Anlass. Man sitzt zusammen, man isst, man quatscht über den Tag, über das Gesehene, da hältst du nicht die Kamera rein, das ist nicht ganz so cool. Auch dort vor Ort habe ich nicht allzu viel gefilmt, weil es dort eher wirklich darum ging, das Spiel aufzunehmen, ein bisschen miteinander zu quatschen. Ich glaube, wenn, dann sind in diesem Video ein paar Timelapse-Aufnahmen drin. Und zum Spiel selber werden ja dann noch auf jeden Fall, ja, mindestens ein Video wird dazu sicherlich kommen, wenn es jetzt nicht zu dem Zeitpunkt sogar schon draußen ist. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, das war eigentlich eine ganz coole Sache mal mit dem Vlog. Ich muss mich da noch ein bisschen reinleben, wenn es mal die Situation ergibt, dass das irgendwie sinnvoll ist. Hätte ich da mega Bock drauf, wenn ihr das auch so seht. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bin ich auf eure Kommentare gespannt. Und ja, hoffe, wir sehen uns demnächst gesund und munter in den Videos und Livestreams wieder. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Tschüss.